Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist Dienstag, der 15. Dezember und wie gewohnt. Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Deutschland. Positiv getestet 1.351.510 Personen, gesundet 1.003.300, verstorben 22.475, hospitalisiert Stand 10 Uhr. 4.722, somit aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 325.735, macht im Prozent 0,39%. Heißt für uns im Umkehrschluss 99,61% der Bevölkerung in Deutschland ist Corona-frei. Die Zahlen aus Bayern. Positiv getestet 261.306 Personen, gesundet 197.100, verstorben 4.936, hospitalisiert Stand 10 Uhr 786, macht somit positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 59.270, in Prozent 0,45%, heißt für uns 99,55% der Bevölkerung im Freistaat Bayern ist Corona-frei. Wir schauen nach Würzburg. Positiv getestet 3.935 Personen, gesundet 3.496, verstorben 88. Somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Würzburg 351, macht im Prozent 0,12% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Würzburg positiv getestet. Und auch hier heißt es für uns im Umkehrschluss 99,88% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Würzburg sind Corona-frei. Die Zahlen aus Kitzingen, Stand 14.12., genannt am 15.12., positiv getestet 1.159 Personen, gesundet 1.002, verstorben 15, somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Kitzingen 142, macht im Prozent 0,15% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Kitzingen positiv getestet. Auch hier heißt es für uns im Umkehrschluss 99,85% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Kitzingen sind Corona-frei. Wir schauen nach Schweinfurt. Positiv getestet 3.417 Personen laut dem RKI vom 15.12. Gesundet 2.905 Personen laut dem Gesundheitsamt Schweinfurt vom 14.12. Verstorben 90. Aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt 422. Macht im Prozent 0,24% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Schweinfurt sind positiv getestet. Und auch hier im Umkehrschluss 99,76% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Schweinfurt sind Corona-frei. Wir schauen auf die Intensivbettenbelegung. Da gibt es eine Neuerung und zwar seit dem 12.12. zeigt uns hier das DIVI nur noch die freien Intensivbettenkapazitäten für Erwachsene an. Und wir liegen heute in Bayern bei 23% der Personen oder die Belegung der Personen, die dort an oder mit Covid-19 liegen, in Bayern 23%. Also auch hier haben wir noch eine recht entspannte Lage. Das waren die Zahlen für heute und wir schauen weiter. Ja, was gibt's für Meldungen? Es ist der Tag vor dem Komplett-Lockdown in Deutschland. Und auch heute haben wir uns hier mal wieder was von unserem Robert-Koch-Institut rausgesucht. Und zwar eine tolle Entwicklung. 19.100 Personen sind laut dem Robert-Koch-Institut genesen und neu gemeldet. 14.432 positiv getestete Personen. Also auch hier schöne Meldung. Wieder viel mehr Gesundete als neu positiv getestete Personen. Dann schauen wir mal, so schaut es in den Innenstädten aus. Momentan ganz lange Schlangen. Also wer noch was braucht vor dem kompletten Lockdown, der wird es schwer haben. Denn auch gestern bei IKEA zum Beispiel in Würzburg wahnsinnig lange Schlangen. Das wird eng für die Last-Minute-Weihnachts-Shopping-Geschichten. Ja, ist leider so. Mal gespannt, ob man da heute noch der ein oder andere was ergattern kann oder ob er 5 Stunden mit Glühwein in der Schlange stehen muss. Die Pflegeheime appellieren zu Weihnachten, dass man die Seniorinnen und Senioren nicht nach Hause holt. Ja, das Weihnachtsfest steht vor der Tür, das Fest der Familie. Und die appellieren aber, dass man die Alten noch bitte da drinnen lassen soll. Denn die haben Angst, dass wenn sie zurückkommen, dass sie dann Corona ins Alten- oder ins Pflegeheim
reinbringen, denn man hat das Problem mit diesen Schnelltests. Und zwar die Eva von Fittinghoff-Scheel beklagt auch die mangelhafte Kommunikation zwischen den Pflegeeinrichtungen und Politik in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen. Wir haben schon mehrmals beim Gesundheitsministerium in München angeregt, dass wir einfach mal gefragt werden. Da wurde uns gesagt, das sei eine gute Idee, aber erfolgt ist leider nichts. Die neue Regel, dass jeder Besucher einen negativen Corona-Test vorweisen muss, hält sie zumindest in ihren Einrichtungen für praxisfern. Also, wir wissen es alle, bevor man da reingehen kann und jemanden besuchen kann, braucht man diesen Schnelltest, der natürlich dann negativ ausfallen muss. Aber in den meisten Fällen bei den Pflegeheimen ist es gar nicht möglich, dass man überhaupt einen macht. Und insofern kann man auch nicht rein zum Besuchen. Und es ist so, wenn man jetzt die älteren Herrschaften nach Hause holt und mit denen Weihnachten verbringen möchte und sie dann wieder ins Pflegeheim zurückbringt, dann kann man nicht verpflichtend denen einen Test aufbürden. Das ist so im Infektionsschutzgesetz. Und das heißt, dadurch, dass die dann keinen Test machen müssen und nicht in Quarantäne gebracht werden dürfen, hat man da die Angst, dass Corona ins Alten- bzw. ins Pflegeheim reinkommt. Und deswegen rät man gleich, lasst sie einfach ganz drinnen. Ja, es ist so eine Sache, da muss man sich selber mal Gedanken drüber machen. Ich denke immer noch nach wie vor selbstbestimmt leben. Die Seniorinnen und Senioren sollen doch selbst entscheiden, ob sie zu ihren Familien nach Hause möchten oder nicht. Aber da wird auch schon wieder Panik gemacht. Wenn du zurückkommst und dann Corona in unser Pflegeheim reinbringst, dann sterben alle wegen dir. Ja, ist eine schlimme Art und Weise. Auch der Herr Laschet warnt vor der Isolierung von Alten und Kranken. Er hat es verstanden. Er sagt, den Fehler haben wir schon im März gemacht. Da sind viele gestorben, ohne dass die Liebsten nochmal zu denen konnten oder bei denen sein konnten. Und das Ganze will man dann natürlich jetzt vermeiden. Und ich finde, es ist auch ein richtiger Weg, denn jemand, der im Alten- oder Pflegeheim alleine sitzt an Weihnachten, ich glaube, für den ist das noch viel, viel, viel schlimmer. Dann gehen wir mal zu unserem Herrn Söder nach Bayern. Der macht jetzt gleich eine Pressekonferenz. Ich höre sie mir heute nicht mehr an, weil ich habe mir jetzt heute früh schon Spahn, Wieler und Co. angehört. Jetzt kommt auch noch der Söder und sein Gefolge. Ich packe das heute einfach nicht mehr. Denn er hat jetzt ein Bußgeld, wenn man die Ausgangssperre nicht beachtet. Also wenn man nach 21 Uhr in Bayern auf der Straße ist, dann kostet es ganz schnell 500 Euro. Einfach mal so. Also wer an Weihnachten um 21.10 Uhr noch auf dem Nachhauseweg ist, für den kann es richtig teuer werden, denn es wird immer pro Person gerechnet. Also zwei Personen im Auto, 1.000 Euro, teures Weihnachtsfest, dank unserem Herrn Söder. Der Herr Söder wird auch ganz toll verglichen. Er hat ja am Sonntag in der Pressekonferenz so die Show wieder an sich gezogen. Markus Söder macht ja am Sonntag aus einem geplanten kurzen Statement eine Blutschweiß- und Tränenrede. Dabei zeigte er sich zu allem entschlossen und jetzt kommt der Vergleich. Vor ihm schon einmal war einer so und zwar der Herr Churchill. Also man vergleicht den Söder jetzt schon mit dem Churchill. Puh, um Gottes Willen. Naja gut, es ist wie es ist. Nach Corona-Verstoß im Landtag Schreier und Siebler spenden. Man hat das, die Bilder gingen ja durch die Presse. Da waren ein paar wohl am Tisch gesessen und haben Mittagessen zusammen. Natürlich ohne Abstand, ohne Maske in der Kantine vom Bayerischen Landtag. Und die müssen jetzt großzügig, das Quintett zeigt sich reuig und großzügig, also die spenden jetzt jeder 250 Euro. Mei, wie toll. Nur ist es so, wenn das jetzt draußen passiert und ein Gastronom hätte das nicht gemacht, dann wäre das für den richtig teuer gewesen. Also auch hier müsste ja die Landtagskantine Strafe bezahlen, weil die haben ja drauf auch nicht aufgepasst, dass da nur zwei Personen am Tisch mit Abstand sitzen. Naja, und die gute Meldung zum Schluss. Impfstoffbescherung für Deutschland. Ja, jetzt gerade kam die Meldung rein. Der Impfstoff wird wohl schon am 23.12. zugelassen. Und Herr Spahn hat gemeint, zwei, drei Tage später könnte man dann das Impfen anfangen. Und die Bild-Zeitung betitelt es mal wieder als Impfstoffbescherung. Naja, was immer von der Bild-Zeitung ansonsten anderes gewohnt. Das waren die Zahlen für heute. Kurz und knapp zusammengefasst. Es gibt heute nicht mehr zu sagen. Wir alle wissen es, ab morgen beginnt der komplett Lockdown. Wer heute noch was braucht, muss sich beeilen bis 20 Uhr, ansonsten wird es eng. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken beim Slackliner Pro und beim Helmut für eure Unterstützung. Wenn auch ihr meinen Kanal unterstützen möchtet und meine Arbeit, könnt ihr das gerne tun. Alles darüber erfahrt ihr in der Kanal-Info. Wer meinen Kanal mag, ich freue mich über ein Abo oder über ein Like. Für alle Kritiker da draußen und die mir immer so nette Nachrichten schicken,
Der liest ja nur die Zahlen vor, ja, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und es gibt Leute, denen gefällt das. Und wenn es euch nicht gefällt, schaut einfach ARD und ZDF. So viel da dazu. Ansonsten allen anderen danke für euren Support, danke für eure netten Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen entspannten Dienstag. Lasst euch nicht verrückt machen und sage wie immer, bleibt in der Mitte. Wir kommen da irgendwie durch und wir schauen einfach noch, was kommt. Danke fürs Zuschauen. Noch einen schönen Dienstag. Bis morgen. Tschüss zusammen.